Bei mir geht es jetzt auch um Liebe. Das ist wie mit dieser Scheißkatze, verkünde ich Julia über unserem dritten Gin Tonic. Solange man nicht klärt, ob eine Verabredung ein Date ist oder einfach nur eine harmlose, freundschaftliche Verabredung, ist es beides gleichzeitig und nichts davon. Man muss die Kiste nur schön zulassen. Ich habe dazu auch die Ruhr-Wastrische Unschärfe-Theorie entwickelt und die besagt, dass man sich entweder sehr sicher ist, ob das, was man gerade hat, ein Date ist oder nicht, oder ob man mit der betreffenden Person ein Date haben möchte oder nicht. Aber beides gleichzeitig kann man nicht wissen. Selbst wenn man in der Kiste landet, diese Kiste muss man ja nicht aufmachen. Exakt. Aber da ist ja immer noch diese Kapsel in der Kiste, die radioaktive Kapsel. Und wenn man diese Kiste zu lange zulässt, tötet diese Kapsel jede Chance, die man je darauf gehabt hätte, ein Date gehabt haben zu können. Wir schweigen einen Moment und gedenken all der so nicht vergangenen Romantik, weil wir im richtigen Moment nichts gesagt haben oder im falschen Moment eben doch. Meine erfolgreichste Beziehung, die ich in den letzten 3 Jahren hatte, war der Abend, an dem ich so tat, als sei ich Julias Freundin. Und sie ist bis heute diejenige meiner Exen, mit der ich mich am besten verstehe. Man sagt, Beziehungsunfähigkeit sei ein typisches Problem meiner Generation. Ich glaube, das wahre Problem meiner Generation sind Partys wie diese. Partys, bei denen die Gastgeber Wert darauf legen, dass jeder am Eingang die Schuhe auszieht und die Gäste deshalb in Batman-Socken durch die WG-Party laufen, bis das erste Glas zerbricht. WG-Partys mit so vielen Leuten, dass man sich über die Tragkraft der Böden von mehrstöckigen Fachwerkhäusern Gedanken macht, mehr Bier, als man in der Badewanne kühlen kann und der einen Flasche Alkohol, die jeder von uns ganz hinten im Kühlschrank findet, wenn man etwas sucht, das man zu dieser Art Party mitnehmen kann. Laura stößt gerade mit mir und ihrem Rhabarberschnaps an. Du lächelst mich an und machst einen Witz und ich lache und du grinst, denn du wusstest, dass ich das witzig finden werde. Denn diesen Witz hast du auch nur erzählt, weil es einer unserer Insider ist und du mich zum Lachen bringen wolltest und außer uns hat es sowieso niemand verstanden. Wenn du mich angrinst, dann macht mein Hirn kurz diese Sache, bei der es auf Standbild schaltet und ich wegen technischer Störungen kurz mal wegtreten muss. Und das hilft eigentlich keinem. Nicht meinem Denkvermögen, nicht der Kiste und vor allen Dingen nicht deiner Freundin neben dir an deiner Hand. Wahrscheinlich ist es sehr bezeichnend für mein Selbstbild, dass deine fortgesetzten Flirts mit mir um deiner Freundin willen mehr zu schaffen machen als um meiner selbst. Aber damit will und muss ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, denn es gibt Rotwein. Seit Wochen schon flirtest du offensichtlich mit mir. Jedenfalls war es auch für mich offensichtlich, nachdem du mir sagtest, dass du dich magst und trotz des Mädchens, das inzwischen deine Hand hält, glaube ich dir das irgendwie immer noch. Wahrscheinlich, weil du mich immer so anlächelst, als wollten wir nachts ins Freibad einbrechen und wir Insiderwitze haben über die gleichen Bücher, die wir lesen und Filme, die wir sehen und all die Dinge, über die wir dasselbe denken. Das Blöde an Kisten ist, dass man sie nicht mehr zumachen kann und so tun, als hätte man nicht reingeguckt. Es wäre eben viel einfacher, wenn es nicht so kompliziert wäre. Es wäre viel einfacher, wenn ich mich festlegen und wenigstens entscheiden könnte, ob ich wegen dir oder Magdalena unglücklich sein will. Vielleicht entscheide ich das ja auch absichtlich nicht, falls du sowas Dummes machst, wie plötzlich eine Beziehung mit einer anderen anfangen, aber der Rotwein denkt, das sind unwichtige Details. Magdalena oder Mac und ist diejenige meiner Exen, mit der ich in einer an die EKG-Aufzeichnung einer Wüstenspringmaus auf Speed erinnernden Berg- und Talfahrt erlebt habe. Mal verstehen wir uns super und mal gar nicht mehr. Von den 7 Jahren seit unserer Trennung haben wir uns 2,5 angeschwiegen, 1/1 die Existenz der anderen verleugnet, 8-mal fast wieder miteinander geschlafen, einen Heiratspakt geschlossen und uns, seit sie viel zu weit weg wohnt, als dass wir uns realistisch mehr als 2-mal pro Jahr sehen können, ungefähr 4000 WhatsApp-Nachrichten geschickt. Pro Woche. Wir sind seit 7 Jahren getrennt und waren 9 Monate zusammen. Das heißt, auf jeden Monat Beziehung kommt fast ein Jahr ohne. Und bei so einem Verhältnis kann man ja ruhig mal wieder von vorne anfangen. Oder wenigstens so tun. Denn dass ich Schluss gemacht habe, hatte immerhin gute Gründe. Irgendwelche sehr, sehr guten Gründe, an die ich mich leider nicht mehr so gut erinnere, wie an den Duft ihrer Haare. Irgendwie ist es ganz schön, denke ich, während ich mein Weinglas nochmal auffülle. Dieses Gefühl, dass man verliebt sein könnte, sich aber nicht festlegen muss, weil es für die Realität keine Rolle spielt. Die einzig wahre Liebe, mein Rotwein ist leer, die Flasche auch. Die einzig wahre Liebe ist sowieso die unerfüllte Liebe, die nicht im harschen Licht der Wirklichkeit auf die Probe gestellt wird und kein Abrutschen in den Faden Alter kennt, sondern nur unerfülltes Verlangen und Weltschmerz. Mir hat mal jemand gesagt, ich sei so gefühlskalt, wenn ich aufs Meer hinaus triebe, könnte ich Eisberge zum Kentern bringen, aber das ist mir immer noch lieber als die Alternative. Ein Eisberg ist nichts gegen mein Herz, texte ich Mac. Ich habe 15 Nachrichten von ihr auf meinem Handy, genau wie meine Antworten zu 80% aus Smileys und Herzen bestehen und meine Suche nach mehr Rotwein blieb erfolglos. Sie textet etwas zurück, das entweder sehr albern oder sehr anzüglich gemeint war. Perfekt, denn ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich mit ihr rumalbern oder sie ausziehen will.
Vielleicht ganz gut, dass der Wein leer ist, denn Rotwein macht mich immer sehr müde. Leider auf eine Art müde, bei der ich am liebsten mit dir ins Bett würde. Um in deinen Armen einzuschlafen, bis wir morgens mit Kopfschmerzen auswachen und darüber lachen, dass wir uns immer noch auf WG-Partys mit billigem Wein betrinken. Wir würden einen Spaziergang machen, um wach und nüchtern zu werden, Kaffee in Thermobechern in der einen und unsere Hände in der anderen Hand, um 12 irgendwo Falafel frühstücken und schließlich doch wieder mit einem Hörbuch auf die Couch gehen, denn es ist Sonntag, wir haben frei und wenn man fast 30 ist, dann dauern Kater halt länger. Mac textet völlig ohne Zusammenhang, aber woher sollte sie wissen, dass ich eine Überleitung gebrauchen könnte? Hey, was hältst du eigentlich von Chemtrails? Ja, also ich sage ja nicht, dass ich daran glaube, aber ich habe letztens mit einer sehr erfahrenen Chemielehrkraft darüber geredet und die glaubt, dass das stimmt und das ist ja eigentlich auch keine Frage der Naturwissenschaft. Da geht es um Wahrheitssuche. Ich blicke von meinem Handy auf und sehe, wie du deine Freundin küsst. Mein Handy meldet mit einem Pling, das ich speziell für Nachrichten von Mac eingestellt habe, dass ich eine neue Nachricht von Mac habe, doch ich schalte es aus. Manchmal drücken WhatsApp-Haken, die grau bleiben, alles aus, was gesagt werden muss. Ich stelle mein leer gebliebenes Weinglas auf irgendeiner Fläche ab, schließe die Ausgangstür hinter mir, ohne mich von irgendwem verabschiedet zu haben und tauche in die Nacht ein, als wäre sie ein kaltes, salziges Eismeer. Irgendwo entweicht langsam radioaktive Strahlung aus einer Kapsel. Dankeschön! Das Blöde an Kisten ist, dass man sie nicht mehr zumachen kann und so tun, als hätte man nicht reingeguckt. Es wäre eben viel einfacher, wenn es nicht so kompliziert wäre. Es wäre viel einfacher, wenn ich mich festlegen und wenigstens entscheiden könnte, ob ich wegen dir oder Magdalena unglücklich sein will. Vielleicht entscheide ich das ja auch absichtlich nicht, falls du sowas Dummes machst, wie plötzlich eine Beziehung mit einer anderen anfangen, aber der Rotwein denkt, das sind unwichtige Details. Magdalena oder Mac...